So Leute, jetzt bin ich mal gespannt auf die Auflösung. Und zwar steht eine Wasserflasche auf deinem Auto, fahr sofort zur Polizei. Junge, warum soll ich zur Polizei fahren, wenn bei mir eine Wasserflasche steht? Leute, das Video ist von der Sonnenseite, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Gefahr kann überall lauern. Ja. Und leider nutzen Betrüger immer raffiniertere Praktiken, um an dich heranzukommen und dich zu betrügen. Sie benutzen simple Dinge wie Briefumschläge, die sie ins Auto platzieren und stellen dir Dinge auf die Motorhaube. Sie nehmen jeden ins Visier, unabhängig vom Alter und von der Herkunft. Mal sehen, ob du das Gefahrenpotenzial erkennst und ob du weißt, wie du dich richtig verhalten solltest. Also, es ist spät am Abend. Ja. Du parkst dein Auto auf dem Parkplatz des Supermarktes, schließt ab und gehst einkaufen. Geil. Als du zurück... Was kaufe ich denn? Frosties? ...kommst, siehst du, dass ein Kleidungsstück um einen deiner Scheibenwischer gewickelt wurde. Falls dir das passiert, geh nicht zu deiner Windschutzscheibe, um das Kleidungsstück zu entfernen. Weil dann kommt einer. Steig stattdessen so schnell wie möglich ins Auto und fahre weg. Such dir einen gut beleuchteten Platz, am besten mit Leuten in der Nähe, und entferne erst dann das Kleidungsstück. Das ist ein relativ neuer Trick, mit dem Kriminelle die Aufmerksamkeit einsamer Autofahrer... Ist das irgendjemandem schon mal passiert? Ich wurde noch nie überfallen. Also zumindest nicht im Auto. Ich wurde schon mal, also mich haben schon mal Leute versucht abzuziehen in Hamburg. Gute Zeit, Grüße. Oder haben versucht mit dem Messer das Tor sozusagen von uns zu klauen. Das war echt assi. Weil beim Fußballspielen, wir haben auf dem Tor schneller 16er gespielt. Und auf einmal kamen so Leute und meinten, das ist unser Tor. Wieso? Nee, wir waren ja zuerst. Und dann, puh, bisschen blöd. Irgendwann erzähle ich mal die volle Story. Ey, das war so assi. Fahrer ablenken wollen. Du siehst ein Hemd oder ein anderes großes Stück Stoff, gehst hin, um es runterzunehmen, aber während du das tust, könnte sich von hinten ein Räuber anschleichen und wer weiß, was dann passiert. Wenn du Einkaufstaschen dabei hast, stell sie nicht in den Kofferraum, denn auch das macht dich angreifbar und du kannst nicht schnell genug reagieren. Ja, wobei, aber stell die Taschen ins Auto und steig schnell ein. Du kannst deinen Einkauf später sortieren, wenn du in Sicherheit bist. Was dir wahrscheinlich einen Schauer über den Rücken jagt, ist, wenn du einen Briefumschlag in deinem Auto findest. Gott, du hast es definitiv abgeschlossen. Wie könnte dann der Umschlag da reinkommen? Denk an den grundlegenden Sicherheitshinweis. Steig ein und fahre sofort los. Wirf den Umschlag am besten weg, ohne ihn zu öffnen. Wer weiß, was da für eine böse Überraschung drin steckt. Aber deine Neugier ist groß, ich verstehe schon. Du willst wissen, was da drin steckt. Wahrscheinlich ist es eine Nachricht, die ungefähr so lautet... Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Sicherheitssystem Ihres Autos getestet und für unzureichend befunden. Wie Sie sehen können, kann Ihr Auto leicht aufgebrochen werden. Wir erwarten, dass Sie uns für diesen Test bezahlen. Was? Im Gegenzug schicken wir jemanden, der Ihnen hilft, ein besseres Sicherheitssystem zu installieren. Zum Glück hast du keine wertvollen Sachen im Auto gelassen. Wirf den Umschlag weg und geh niemals auf so eine Nachricht ein. Ich finde das krass. Weil das beschreibt gerade so ein bisschen die Erfahrung, die meine Halbcousine oder so in Südafrika gemacht hat. Da ist es halt auch so, dass du in Südafrika zum Beispiel kein krasses Auto fährst, weil du ansonsten besteht halt die Möglichkeit, dass du an Ampeln überfallen wirst und so weiter. Das ist halt mega sick. Wenn du die Betrüger kontaktierst und... Aber doch nicht in Deutschland! ...im schlimmsten Fall bezahlst, werden sie dich mit Sicherheit weiter erpressen oder sogar noch Schlimmeres tun. Ach, da geh ich zur Polizei! Sag ich, Alter, hier hat irgendjemand so eine Scheiße geschrieben. Ist zu einem vertrauenswürdigen Autoservice zu fahren und dein Sicherheitssystem vom Fachmann prüfen zu lassen oder sogar auszutauschen, falls du Angst hast, dass dein altes nicht richtig funktioniert. Was labert er? Eine Wasserflasche auf deiner Motorhaube ist auch ein Zeichen, dass du in Gefahr bist. Wie das Kleidungsstück am Scheibenwischer soll dich auch die Flasche ablenken. Aber die Taktik ist smart. Und ich glaube, dass es so auch bestimmt hunderte Male in irgendwo passiert ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Paletto, weißt du, ich park bei Aldi auf dem Parkplatz, will eine Runde einkaufen gehen, komm wieder zurück. Auf einmal ist da so eine Wasserflasche und ich so, oh, eine Wasserflasche, Alter, geil. Ist es etwa der neue Gucci-Drink? Und plötzlich kommt so ein Räuber. Ah, und ich wrestle mit ihm, ich ziehe meine Waffe, Alter, schieße ihn ins Bein. Und dann wache ich auf. Dieser Fall könnte sogar noch gefährlicher sein, denn wenn du die Flasche oder einen anderen relativ großen Gegenstand nicht gleich entfernst, sondern erstmal nach Hause fährst, könnte dir das Böse folgen. Denn wer die Flasche auf deine Motorhaube gestellt hat, könnte auch einen GPS-Tracker an deinem Auto angebracht haben. Ja, obwohl in dem Deckel. Und wenn du nach Hause fährst, zeigst du den Kriminellen, wo du wohnst.
Entweder fährst du zu einem anderen sicheren Ort, an dem sie... Ja, aber warum packt er den in die Flasche? Warum klebt er den nicht direkt an mein Auto? ...ich noch andere Menschen aufhalten. Oder du fährst direkt zur nächsten Polizeistation und bittest die Beamten, dein Auto auf Peilsender zu untersuchen. Haben dich auch schon mal fremd... Junge, stell dir vor, du gehst zur Polizei und sagst... Jo, Leute, ihr müsst... Oh, meine Lars. Ihr müsst mein Auto auf Peilsender untersuchen. Junge, die lachen dich aus. Die fragen dich, yo, mach mal bitte Bluttest. Was hast du denn hier geraucht? Ich bin gebeten, ein Foto von ihnen zu machen mit ihrem Handy. Sei vorsichtig dabei. Schau dir die Leute genau an. Wenn sie verdächtig oder unfreundlich wirken, lehne die bitte höflich ab, Alter, denn es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln. Sie geben dir das Telefon, du schaltest die Kamera ein und dann siehst du, dass sie kaputt ist. Auch auf dem Foto sieht man das. Du gibst den Fremden das Handy zurück und dann beschuldigen sie dich, das Handy kaputt gemacht zu haben. Sie verlangen Geld und machen dir eine Szene. In so einer Situation solltest du nicht in Panik geraten und lass dich auch nicht provozieren. Geh ruhig weg. Mach ihnen klar, dass du darauf nicht reinfällst. Und wenn sie sich aggressiv verhalten, verständige die Polizei. Eine andere Masche... Hier! Eine Flasche! Die packe ich bei denen aufs Auto. Von Diebesbanden sind Werbeflyer, Zeitungen oder Aufkleber, die sie an deine Haus- oder Wohnungstür kleben. Manchmal ist es auch nur ein Stück Papier oder ein dünner Streifen Plastik am Türrahmen. Wenn so etwas über einen längeren Zeitraum hängen bleibt, wissen die Diebe, dass niemand zu Hause ist. Das ist smart. Das ist also eine Markierung für Häuser und Wohnungen, in die sie leicht einbrechen können. Wie du dir denken kannst, ist es einfacher, in eine leere Wohnung einzusteigen. Wenn du einen fremden Gegenstand an deiner Tür siehst, entferne ihn sofort. Wie schon gesagt, wenn Flyer oder kostenfreie Zeitungen ein oder zwei Tage lang an der Tür hängen, weiß der Einbrecher, dass niemand zu Hause ist. Natürlich sind da auch echte Werbeflyer dabei, aber die brauchst du auch nicht. Also weg damit. Neben Flyern nutzen Kriminelle auch seltsame Aufkleber, die sie an Haus- oder Wohnungstür kleben oder sie malen Zahlen, Kreuze oder andere Symbole ran. Damit markieren Einbrecher Häuser, in die sie leicht einbrechen können. Entdeckst du ein merkwürdiges Zeichen an deiner Tür, solltest du vorsichtshalber die Polizei verständigen. Wie ging das nochmal? Du fährst von der Arbeit... Ah ja, warte. Das ist das Haus vom Nikolaus. War richtig, oder? ...nach Hause und merkst, dass dein Tank fast leer ist. Das ist seltsam, denn du hattest doch erst vor kurzem voll getankt. Ja, jemand hat den leer gelutscht. Du fährst zur Tankstelle oder gleich zur Werkstatt, um zu prüfen, ob dein Tank ein Leck hat. Und währenddessen räumen Einbrecher dein Haus leer. Ja, du vermutest es schon. Sie haben absichtlich den Sprit aus deinem Auto gelassen, damit du zur Tankstelle fährst. So haben sie mehr Zeit, um nach allen Schätzen in deinem... No front an alle dritte Weltländer. Aber das sind doch Taktiken, die... Sowas passiert doch nicht in Deutschland. Das ist doch eher so ein bisschen no front an zum Beispiel Mexiko. Kann er so kartellmäßig? ...einem Haus zu suchen. Oder Brasilien. Wenn du vermutest, dass jemand Benzin abgezapft hat... So Rio de Janeiro-Style. ...solltest du einen Nachbarn anrufen und ihn bitten, dein Haus oder deine Wohnung zu überwachen. Aufpassen musst du auch, wenn jemand an deiner Tür steht und einen Unfall meldet. Einbrecher könnten den inszeniert haben, um dich aus dem Haus zu locken. Wenn vor deiner Tür wirklich ein Unfall passiert ist, dann verständige den Notruf, aber bleib im Haus. Dieses Video. Hüte dich auch vor diesen seltsamen Anrufen, bei denen der Anrufer schweigt. Wenn du öfter diese dubiosen Anrufe erhältst, könnte das ein Zeichen sein, dass dein Haus zum Ziel von Einbrechern geworden ist. Ja, hallo, hier ist die Vodafone-Kunden-Online. Nee, ich bin zufrieden. Ja, hallo, hier ist die Sky-Kunden-Online. Wir wollen sie nicht mal hier upgraden? Nee, will ich nicht. Oh, Junge, so nervig. Mit diesen Anrufen prüfen sie nämlich, ob du zu Hause bist. Wenn du ins Taxi steigst, vergewissere dich immer, dass das Taxameter funktioniert. Ja, das mache ich wirklich. Wenn du einsteigst und der Fahrer schon, sagt, dass Taxifahrer haben schon so oft versucht, mich zu verarschen. Auch indem sie irgendwelche anderen Routen fahren und so weiter. Hey, Junge. Ja, sorry, mein Navi funktioniert heute nicht, aber ich kenne den Weg, Junge. Und plötzlich fährt er so mega Umweg. Wenn der Meter kaputt ist, dann steig sofort wieder aus und winke dir ein anderes Taxi ran. Du ahnst sicher, worauf ich hinaus will. Entführung. Ohne Taxameter könnte dir der Fahrer viel mehr als den regulären Preis berechnen, vor allem wenn du Tourist bist. Dein Auto hat eine Panne mitten auf einer Autobahn, also rufst du einen Abschleppdienst. Und kurz darauf hält ein Abschleppwagen an und der Fahrer bietet dir seine Hilfe an. Dieses Angebot solltest du höflich ablehnen, auch wenn du länger warten musst, aber wenigstens wirst du nicht abgezockt. Ja, es gibt den nämlich Abschleppunternehmen, die liegen gebliebene Fahrer ausnutzen. ADAC Diese freundlichen Fremden laden zwar dein Auto auf, aber du bekommst es erst wieder, wenn du das Doppelte des regulären Preises bezahlt hast.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Abschleppwagen, der dir zu Hilfe gekommen ist, auch der ist, den du gerufen hast, dann ruf nochmal bei diesem Unternehmen an und frage, ob das Auto mit dem Kennzeichen auch zu deren Fuhrpark gehört. Wenn du einen Parkplatz suchst, meide Plätze neben größeren Fahrzeugen. Sie versperren nicht nur deine Sicht, sondern auch die Sicht der anderen auf dich, was dich zu einer leichten Beute für Kriminelle macht. Sie verstecken sich hinter dem Lieferwagen oder dem LKW und schlagen zu. Wenn dich jemand anruft und sich als Mitarbeiter deiner Bank vorstellt, solltest du sofort daran denken, dass kein Bankangestellter dich jemals am Telefon nach deinen Kontodaten fragt. Ja, sowieso. Da gibt es aber einen so einen Trick, der funktioniert auch in letzter Zeit. Das habe ich schon voll oft gelesen, dass so Leute rufen an bei älteren Leuten und sagen, ja, ihr Kind, nee, oder schreiben so WhatsApp-Nachrichten, so ganz weird, hey, Papa, ich brauche Geld, meine Handynummer hier ist kaputt, kann ich nicht anrufen, brauch Kohle, mach mal, überweis mal da und so weiter. Das sind ganz weirde Nachrichten und da fallen voll viele drauf rein. Oder dem einmaligen Code für Banktransaktionen, der dir aufs Handy geschickt wird. Wenn dich jemand danach fragt, leg sofort auf und kontaktiere deine Bank. Ruf einfach die Nummer auf ihrer Website an. Die sicherste Art, online zu bezahlen, ist die Zahlung mit deiner Kreditkarte oder über ein E-Wallet eines vertrauenswürdigen Dienstes. E-Wallet? Wenn dich ein Unternehmen vehement bittet, auf eine ungewöhnliche Weise zu bezahlen, beispielsweise mit einer Geschenkkarte, einem Gutschein oder einer Überweisung auf eine andere Bankkarte über dein Online-Banking, ist das ein deutliches Warnsignal für Betrügerei. Ja. Ein seriöses Unternehmen wird so etwas niemals von dir verlangen. Kreditkarte und anschließend erhältst du immer einen elektronischen Zahlungsbeleg. Also, Leute, das Video will uns vermitteln, die Welt ist schlecht, passt auf euch auf.